Und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Frenbow. Wir haben in der letzten Folge den Zauberer, seinen Zauberstab und die Schuhe wiedergegeben, haben also relativ viel geschafft. Und wir sollen jetzt wieder zum König gehen. König, König, König. Ja, Ren, geh bitte weiter. Danke. So, ab nach oben mit uns. Mit dem Midnight. So. Ab zum König. Na, noch einer? Leute? Das ist nicht der König. Alles in Ordnung. Das sind wir übrigens. Es ist einfach himmlisch. Was bist du? Lass Mr. Midnight in Ruhe. Fehlt dir dein Kopf wieder Streiche? Kannst du dich nicht im Spiegel sehen? Ich bin nicht du. Ich bin ich nicht. Lass Mr. Midnight gehen. Jetzt. Wir töten die Verräter. Denn das ist er, Fran. Siehst du es nicht? Mein Kätzchen ist kein Verräter. Er hat versprochen, bei mir zu sein. Versprochen. So wie Mami und Papi. Sie haben versprochen, auf dich aufzupassen. Wach auf, Fran. Du bist umgeben von Verrätern. Lass mich in Ruhe. Lass meinen Freund in Ruhe. Du bist alles, was du hast, Fran. Ich bin der immer an deiner Seite ist. Also werden wir diesen Verräter los, ja? Was meinst du? Lass uns glücklich sein. Lass uns zusammen unglaublich glücklich sein. Oh nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich war es nicht. Ren, was ist los? Warum weinst du? Ich bin verrückt, total verrückt. Die Ärzte hatten recht. Aber du bist nicht verrückt. Es tut mir sehr leid, dass du so denkst. Du solltest jetzt glücklich sein. Du hast die Steine gefunden. Und bist wieder menschlich. Das ist in der Tat sehr toll. Mein Schatz, lass mich deine Tränen trocknen. Ich will dir nicht mehr wehtun, mein Schatz. Und ich habe das Gefühl, ich tue es. Ganz sicher. Das wirst du nicht. Das weißt du. Weil du mich liebst. Ja, Kätzchen, ich liebe dich sehr. Ren. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Wenn du liebst, lebst du. Das ist alles, was zählt. Alles, was zählt. Du wirst immer die Kraft finden, die Monster in dir zu bekämpfen. Lass uns jetzt gehen und das Tor öffnen, damit du nach Hause kannst. Ja. Ja, tun wir das. Los, los, wir öffnen das Tor, wir öffnen das Tor. Folge dir. Folge dir. Hier wären wir. Ja, aber wo ist die Tür? Natürlich, ich muss sie sichtbar machen. Aber du bist sicher, dass du zurück willst? Ich bin mir sicher. Okay, los geht's. Der Mensch muss gehen, öffne die Tür in ihre Realität. Lass den Mensch nach Hause gehen. Oh, oh wow, wir gehen nach Hause, Kätzchen. Oh, 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 tja, der König, einen guten Tag. Ich habe die Steine mitgebracht, damit diese liebliche Person nach Hause kann. Danke, bin sehr nervös.
Es wird komisch sein, so weit weg von euch zu sein. Dann geh nicht. Ich kann dir einen Ort machen, wo du bleiben kannst. Einen magischen Ort. Zauberer, sie muss gehen. Ich habe die Nachricht einer der Valukas erhalten. Und ist nicht bereit. Oh, verstehe. Wovon redet ihr? Bereit für was? Komm schon, Zauberer. Platziere die Steine. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber bereit für was? Du weißt, dass die Valukas gesagt haben, darüber der Wahrheit entgegenzutreten. Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Nun, soll ich gehen? Also, ja, machen Sie weiter, Herr Zauberer. Magische Steine, erschafft das Schloss, das nur der Mensch aufschließen kann. Naja, ob ich das schaffe? Nun, jetzt ist es Zeit, dass Fran der Schlüssel ist. Du bist die Einzige, die dies nun öffnen kann. Oh, wow. Okay. Schauen wir mal. Okay. Oh nein. So. So. Das muss so sein. Zack, zack, und dann muss das bestimmt hier rüber irgendwie zeigen. So, wenn ich das bewege, also der blaue bewegt sich unabhängig voneinander. Hier bewegt sich der immer mit. Ich weiß noch nicht, wo der hinzeigen muss. Ich denke mal. Der rote bewegt sich auch unabhängig. Nee, der. Ah, okay. Oh Gott. Habe ich schon mal gesagt, dass ich in solchen Rätseln echt schlecht bin? Die bewegen sich doch alle abhängig voneinander. Okay, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber okay, ich nehme das einfach mal so hin. Ich rieche Sieg. Schon wieder. Du hast es geschafft, Fran. Du kannst jetzt nach Hause. Bin so aufgeregt. Ja, und ich habe keine Ahnung, wie wir dieses Schloss geöffnet haben. Das nennen wir immer Try and Error. Oh, ich wünschte, ich könnte euch etwas dalassen, damit ihr euch an mich erinnert. Wir werden dich nie vergessen. Du bist ein besonderes Wesen. Oh, fast hätte ich vergessen. Palontras gab mir dies für dich. Oh, toll. Danke. Sag Palontras, dass ich wünschte, ihm mit seinen Wunden helfen zu können. Ich habe mein Pflaster mit einem Mädchen in der Anstalt gegeben. Aber egal. Ich werde es ihm sagen. Und keine Sorge. Palontras, geht es schon besser. Oh, und bevor du gehst, musst du noch etwas wissen. Bevor du in deine Welt zurückkehrst, wirst du die geheimen Wälder gehen. Die Wälder sind eine Art unsichtbare Passage zwischen unseren Welten. Und du könntest schrecklichen Kreaturen begegnen, die dich fressen wollen. Aber renn einfach. Sie sind recht langsam. Und das sagen sie mir jetzt? Das klingt sehr gruselig. Keine Sorge.
Du schaffst das schon. Ich hoffe es. Naja, sag auf Wiedersehen, Mr. Midnight. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich mag euch sehr gern. Auf Wiedersehen. Und rein mit uns. Ins Portal. Oh, sind wir im Minispiel? Achso, ich muss jetzt hier springen. Hüpp. Hip. Hip. Und hip. Mist. Okay, nochmal. Ich bin zu. Hip. Bin zu früh gesprungen. Brand, du könntest aber ruhig ein bisschen weiter springen. So. Hip. Nein, schon wieder. Mist. Okay. Alle guten Dinge sind drei, habe ich gehört. Aber das sieht echt hässlich aus, ne? Aber warum bleibe ich denn an diesem ein Loch hängen? Ist es denn größer als die anderen Löcher? So. So. Oh Gott. Nein! Alle guten Dinge sind vier? Habe ich gehört. Hoppa. Und hopp. Und hopp. 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 Und hopp. Und hopp. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hopp. Hopp. Ein Troll. Kapitel 4, Teil 1. Mein unsichtbarer Freund. Wir haben es geschafft. Das ist aber trotzdem nicht unsere Realität. Mein Gott. Die Tür ging auf. Wow, interessant. Komm schon, Mr. Midnight. Finden wir raus, wo wir sind. Das ist definitiv nicht unsere Welt. Oh, Fran, ich hoffe, wir finden bald nach Hause. Ich verhungere. Mr. Midnight, schau. Ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Brücke. Erinnerst du dich? Die Brücke, über die wir gehen wollten, bevor wir nach Eterstar fliehen. Ja, ich erinnere mich. Toll, gehen wir weiter, Kätzchen. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Sind das meine Pillen? Wow, aber wo gehen sie hin? Ich frage mich, wie lange es dauert, bis dieser Baum wächst. 1-2 Tage, denke ich. Länger nicht. So, wir schauen uns hier erstmal um, ob es hier irgendwas gibt. Einmal nicht. So, zu Hause. Das ist definitiv eine Falle. Leckere Beeren. Leckere Beeren. Leckere Beeren. Leckere Beeren. Leckere Beeren. Okay, die nehmen wir aber nicht mit. Die sind auch, glaube ich, ein bisschen schlecht. Pill, nicht bewegen. Ach. Wollt ihr mir den Weg nach Hause zeigen? Zu Hause. Ich denke, in dieser Richtung liegt zu Hause. Definitiv nicht, Fran. Dieser Baum eignet sich perfekt für ein kleines Baumhaus. Das ist doch eine Falle, Fran. Was wir hier außen rum? Eckerbären. 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 Und. Oh, Leckerbären. Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Ich bin trotzdem erschrocken. Oh nein. Ich hätte diese Pillen nicht anfassen sollen. Böse Fran. Böse, böse. Mr. Midnight? Ah, was soll ich jetzt tun, Kätzchen? Wir sind hier auf ewig gefangen. Oh, warte.
Ich frage mich, warum Palantras mir das gab. Ich kann es nicht öffnen. Das ist definitiv so ein Code. Also das ist ein Safe oder irgendwas. Sehr schön. Du bist schon da. Ich habe nicht vor 2:35 Uhr erwartet. Und so wie ich das sehe, bist du nicht mehr gefangen. Interessant. Wie dem auch sei, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Edward, dein treuer Freund. Edward? Kenne ich dich irgendwoher? Du kommst mir bekannt vor. Ja. Ich bin das Wesen der Nacht. Wir haben schon zusammen gespielt. Ich habe dir geholfen, Mr. Midnight zu finden. Weißt du? Wirklich? Ich glaube, ich habe mein Kätzchen ganz gut allein gefunden. Hey, bist du nicht der, der die Schwestern wütend gemacht hat? Nein, ich habe die Schwester nicht wütend gemacht. Sie dachten, ich wäre es. Verstehst du? Aber das ist, weil sie nie in sich selbst geschaut haben. Was meinst du mit, sie haben nie in sich selbst geschaut? Sie gaben mir die Schuld, anstatt zu akzeptieren, dass ihre Eltern sie nie geliebt haben. Aber sprechen wir nicht mehr von den Schwestern, okay? Erkennst du mich wieder, liebe Fran? Der große Mann mit dem Zylinder? Ich kam immer bei Nacht und habe dir Geschichten erzählt, als du noch ein Baby warst. Ich kam zu dir, nachdem du mich erdacht hast. Aber ich bin keine Einbildung, verstehst du? Ich bin Teil deiner Realität. Ich habe mir dich eingebildet? Du kommst mir bekannt vor. Ja, das stimmt. Ich existiere, weil du existiert. Die Wahrheit ist, du konntest mich dir vorstellen, weil ich schon existiert habe. Wie auch immer, wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Eigentlich bin ich hier, um dich nach Hause zu bringen. Folge mir. Definitiv glaube ich nicht diesen Skelettkopf mit Zylinder. Definitiv nicht. Warum sollte ich? Ich kann dir nicht vertrauen. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bestehe nicht aus Dunkelheit. Ich bin dein Freund. Okay, du scheinst nett zu sein. Komm mit mir, aber ich vertraue dir noch nicht. Das ist okay. Komm jetzt, ich muss dir etwas zeigen. Oh, mein Liebling. Sollten wir Edward vertrauen? Ich weiß nicht, Liebling. Tun wir einfach so, als ob. Damit ihr nicht denkt, dass wir Angst vor ihm haben. Okay? Okay, Kätzchen. Das kann ich tun. Schau. Die fliegende Edward-Maschine. Was hältst du davon? Ich liebe sie. Sie hat viele Dinge zum Drücken. Ja, mit diesem großartigen Stück Metall bringe ich dich nach Hause. Wir fliegen, sobald ich alles geregelt habe. Außerdem ist es noch nicht 2:35 auf der Uhr. Das klingt toll, aber was hat es mit 2:35 Uhr auf sich? Ich verstehe das nicht. Wenn die Zeit langsamer wird, haben wir die Chance, die Ultra-Realität zu betreten. In der Ultra-Realität können wir überall hinreisen. Jetzt stehen wir auf den endlosen Grenzen der zweiten Realität. Aber du bist ein Teil der dritten Realität, verstehst du? Oh, das verstehe ich. Klingt verrückt. Aber sollten wir nicht warten, bis du die Maschine repariert hast? Warten? Natürlich nicht. Du kannst mir helfen. Bring mir das Wasser und Feuerbären, ja? Okay. Irgendwas zu tun ist besser als nichts zu tun, denke ich. Super. Hier ist der unglaubliche, von Edward handgemachte Eimer für das Wasser. Das ist eine Gießkanne. Ah, und die Feuerbären. Erkennst du am Feuer, welche du pflücken musst? Okay. Aber kann ich dich etwas fragen? Wofür brauchst du die Bären und das Wasser?
Ah, nun, die Beeren geben einen tollen Treibstoff ab. Sie reichen für viele, viele Stunden. Und das Wasser brauche ich, um den Schmutz loszuwerden. Die Kamalas. Oh, Kamalas. Verstehe. Ich hoffe, sie kommen nicht zur Flugmaschine. Weiß nicht. Aber wir wissen, dass sie kein Wasser mögen. Richtig? Oh, Schatz. Fast hätte ich es vergessen. Die Medizin. Du brauchst sie. Einiges ist für dich immer noch unsichtbar. Siehst du? Hier. Ja! Unsichtbar für mich? Verstehe. Danke. Ich wollte vorhin die Pillen fangen, aber sie fingen mich zuerst. Oh ja. Übrigens, tut mir leid. Ich musste irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen. Schon okay. Ich habe die Falle in einer Sekunde oder so beseitigt. Wie auch immer. Ich hole die Feuerwehren und das Wasser. Ich bin gleich wieder da. Super. Ich bereite die Maschine vor. Ja. Ja, so repariere ich auch meine Sachen. Ich habe diese Pillen sehr vermisst. Das sieht sehr nett aus. Ich sehe ganz deformiert aus. Bin ich nahrhaft? Bestimmt. Leckeres, frisches Fleisch. Okay, das ist echt ekelhaft. Aber ich würde sagen, wir suchen die Bären und das Wasser in der nächsten Folge von Let's Play Frambo. Danke, dass du wieder mit dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!